Unser Team war vor kurzem zu Besuch bei der Band In Case Of in Leipzig. Ihr erhaltet exklusive Eindrücke in den Backstage-Ablauf der Musiker und als Highlight gibt es Bilder vom Dreh vom neuen Musikvideo. Hallo, ich bin Felix und ich bin Gitarrist. Ich bin Daniel und spiele Gitarre. Hi, ich bin Marcel und ich bediene die Schießbude. Ich bin Flo und ich bin der Sänger. Ich bin Steve, komm lang und tief. Und wir sind In Case Of. Kürzlich waren wir zu Besuch bei der Band In Case Of in Leipzig-Plagwitz. Auf den Dächern des Proberaums B13 gaben uns die fünf Jungs nicht nur ein lockeres Interview bei strahlendem Sonnenschein, sondern bereicherten uns ebenfalls mit einer Live-Performance. Ich würde mal ein paar Fragen beantworten. Ich würde mal sagen, ich fange mal an. Marcel, bin ich 10? Ich kann noch nicht lesen, ey. Ich kann bis 14. Wer ist der Verpeilteste in eurer Band? Oha, Marcel. Ja. Marcel. Auf jeden Fall Marcel. Weiter geht's. Gut, das war einfach. Nächste Runde. So, Ladies. Reich und unglücklich oder arm und glücklich? Arm und glücklich. Arm und glücklich, ja. Ganz klar. Wozu brauche ich Reich? Lieber Arm dran als Bein ab. Wieso soll ich was ändern? Sagt mal jemand Stopp? Stopp! Stopp. Zusatzzahl 8. Was war euer schlimmstes Erlebnis bei einem Auftritt? Stimmt, ich glaube, einmal war es Bier alle. Einmal war es Bier. Das stimmt, da war nur ein Kasten Backstage. Das Schlimmste war, glaube ich, Dresden. Auftritt in Dietpol, wo es unglaublich heiß war. Mhm. Und also da war bestimmt 60 Grad in dieser Halle, keine Ahnung. Ja, und wir sind, also mir ist es schwer gefallen. Und dann kam noch Julia auf die Bühne, die mit uns einen Song gesungen hat und hat mich mit ihrem Mikrofonkabel umwickelt, sodass ich da nicht mehr rausgekommen bin. Das war ein schöner Moment. Habt ihr ein Bandmotto? Ich finde mal ausreichend Wasser trinken. Ach, auf jeden Fall. Ohne Kohlensäure. Ohne Kohlensäure, genau. Na, zumindest die singen. Ja, und der Sänger muss sich immer super gut hören auf der Bühne. Das ist auch so ein Motto von uns. Ganz wichtig. Kannst du mal ein bisschen leiser machen? Im Genre der klassischen Rockmusik fühlen sich die Jungs zu Hause. Ihre Freundschaft verbindet die Bandmitglieder auch außerhalb der musikalischen Zusammenarbeit. Der Spaß an der Musik steht bei ihnen dabei an oberster Stelle. So verwundert es uns nicht, dass die Jungs häufiger kleine Konzertabende in ihrem eigenen Proberaum veranstalten. Künstler, die eure Musik beeinflussen? Ich bei mir auf jeden Fall Jack White, Jimi Hendrix, so die Klassiker. Ja, ich stapel hoch. Ja. Also nicht, dass das was mit meinem Spiel zu tun hätte, aber... Oder der Qualität. Ja, und für mich halt noch ganz krass die Beatsteaks. Beatsteaks! Die haben es für mich gebracht. Robbie Williams. Robbie Williams. Oh, das ist auch eine Ikone. Ja, das fetzt. So. Obwohl man auch sagen muss, das erste... Als ich das erste Mal ein Live-Konzert von Wir sind Helden gesehen habe, habe ich beschlossen, dass ich jetzt Gitarre spielen lerne. Von daher sind das vielleicht auch die großen Einflüsse. Wenn ihr die Chance, das geht jetzt mal an alle vielleicht, wenn ihr die Chance bekommen würdet, als Vorband eines bekannten Künstlers auftreten zu dürfen, welcher wäre das? Müssen wir uns jetzt einigen oder kann jeder? Lebend ist, glaube ich,
angebracht, wenn wir das noch wenn realisieren wollen. Möchtest. Ja, das ist ja eh so ein Wunschgedanke. Dave Grohl. Dave Grohl, nicht vielleicht die Foo Fighters? Ja, ich finde eigentlich Dave Grohl besser. Ja. Ein Künstler. Das ist Dave Grohl. Ja, da würde ich dann quasi. Das würde ich nehmen. Ja. Als Teufel. Oh, jetzt die Gretchenfrage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Tinder. Eindeutig. Was verbindet euch musikalisch? Gar nichts. Nichts. Und genau das ist das Geheimnis. Ich hab damals Emo-Musik gemacht und ich glaube, das verbindet uns. Und das, genau, das ist das Geheimnis. Ach so, welche Musiknote hattet ihr in der Schule? Das ist eine schöne Frage. Oh, das ist gut. Ich hatte immer eine Eins. Ehrlich, wahr? Ja. Ehrlich. Ja, weil ich nämlich schon damals Gitarre gespielt habe, auch im Musikunterricht. Hast du immer eine Eins? Da gab es immer Pluspunkte, das war immer wunderschön. Ich habe eine 6 bekommen, ja? Weil ich mich geweigert habe, zur Liedkontrolle anzutreten. Ja, du wolltest niemanden bloßstellen. Nee, ich finde das System, das passt nicht. Dass sie dich zwingen, dich vor deine Leute zu stellen und zu sagen, du musst jetzt was singen. Es gibt ja auch Leute, die können es halt einfach nicht. Ja, du zum Beispiel. Ja. Habt ihr ein bestimmtes Ritual vor eurem Auftritt? Wir treffen uns immer auf der Bühne, da fragt nochmal jeder, ist alles okay? Ja, genau. Siehst du, klasse. Wo ist mein Kabel? Wo ist mein Kabel? Kommt auch gerne nochmal. Denkst du ans Umstimmen? Ja, und eigentlich immer gut noch einen trinken vorher. Nicht zu viel, man nicht muss zu dann viel, noch so gerade stehen können. Erste aber Bier auf der Bühne. Wir haben hier noch einen, ja? Wollen wir Schnick-Schnack-Schuck machen? Aber ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Ohne Spuck. Ja. So, nee, ganz normal. Ja. Steinschere-Papier. Schnick-Schnack-Schnuck. Ja, Flo! Alter Schuss! Florian, mach du. Wie läuft der Schreibprozess bei euch ab? Unterschiedlich. Ja, naja, vielleicht. Ja, Donnerstags im Killiwilli oder was? Ja, schön ans Feuerchen setzen. Mach's mal. Ja. Wenn es jetzt Winter ist. Ja, wir gehen immer in eine Kneipe, wenn wir dann merken, dass wir schon wieder 10 instrumentale Stücke gemacht haben. Genau, es ist eigentlich immer erst das Lied fertig, das ist ja das Wichtige. Immer das Lied fertig, erst das Lied genau. Fertig und dann zumindest einzelne Teile. Es steht auch meistens aus gedudelt, so im Proberaum. Ja. Einer bringt eine Idee mit, dann wird gedudelt, bis ein Lied fertig ist und dann treffen wir uns im Pub und schreiben den Text darauf. Knallhart. Falls die Jungs von In Case Off euren Musikgeschmack getroffen haben und ihr zu weiteren Songs abrocken wollt, dann schaut doch einfach mal auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal vorbei und oder liked ihre Facebook-Seite, um in Zukunft keine Konzerte mehr zu verpassen. In Case Of. Handgemachter Rock, made in Leipzig. Was soll man sagen? Achso, warte mal, alle zusammen. Wir reden dann zusammen. In Case Of! Wir sind!